Entweder bestehen wir oder wir zerbrechen. Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst tust. Fang endlich an. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Verstehst du das? Du musst dafür kämpfen. Du musst es dein Leben lang bereuen und das ist schlimmer als jede Niederlage. Kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Jamul, hast du neue Account gemacht? Jamul, mein Bruder. Und aktiviert die Glocke. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Was? Was? Willst du feuern, du? Hallo? Ey, ich hab ihn zum Leben erweckt. Was macht der? Warum springt ihr vom... Was ist das? Du hast gestern gesagt, er soll sich beweisen. Ich glaube, er wollte auf deine... Bruder, aber doch kein Selbstmord, Bruder. Er hat es ein bisschen zu ernst genommen, glaube ich. Ich habe euch nicht gesehen, ich höre nur Stimmen, ich war rückwärts, aber fallen. Links oben. Das sah aus wie so eine Szene aus so einem Zombie-Film, Alter, wo so Zombies aus dem von der Brücke fallen, Alter. World War Z. Ja, genau so. Der Arme, genau er. Der ist schön unter den großen 23 Traktorreifen. Bruder, der ist mit seinem Kopf genau auf die Kante hier von dieser Ladefläche geknallt. Und dann lag er unterm Reifen. Alter, die geht doch nicht. Ist das nicht der Kalle? Ja, der Kalle ist es. Bruder, er ist der Tag, Kalle, Alter. Gut, ja, auf, ey, Salam, lass uns mal Krankenhaus bringen, ey, was ist Salam? Deswegen war doch mein Gebet für ihn. Dein Gebet? Achso, hä, was? Bin ich hol den Wagen, ich hol den Wagen. Komm, setz dir mal ins Auto, wir fahren ins Krankenhaus. Ich hab gerufen, der kommt gleich hier. Kommt MD? Kommt einer? Ja, wenn ich hier einen Krankenwagen sehe, frechen Besen. Niemals kommt. Der Weltwunder. Jürgen denkt, er ist Most Wanted. Bruder, der Arme sitzt immer noch da und wartet auf seinen Aus. Der wartet immer noch da, der hat noch nicht mal die Bullen gerufen. Alles aber gut. Ey, das ist eine gute Idee, mit so einem Zettel mach ich das nächste Mal. Bruder, Zettel, Bruder, ja, du kannst draufschreiben, was du willst. Ja, Gewerbeschein, gib ihm. Mach Adresse, irgendwas Amerikanisches, was. Rancho Boulevard, irgendwas, Bruder. Richmond Boulevard, irgendwas. Irgend sowas, da kommt mal was Gutes. Ja, safe. So, und erzähl den Cousins, wer du bist, was du gemacht hast und wo du hin willst. Alles klar. Guten Abend und Salam Aleikum wünsche ich euch hier allen. Ich bin der Kalle Yildirim. Ich war auf der Suche nach einer Familie, im wahrsten Sinne des Wortes, die mich herzlich empfängt und für die ich hier loyal und mit Ordnung und Disziplin stehe. Ich hatte nicht so gute Erfahrungen gemacht und deswegen war ich auf der Suche nach
einer Familie. Hey, Nova Rocks, vielen Dank für 100 Bits. Nova Rocks, vielen Dank für 100 Bits. Ich sehe es gerade. I love you. Wir können hier zusammen unser Bestes tun. Hat jemand Fragen an den Kalle? Keine Fragen. Die erste Frage, bist du ein Cop? Also, nein, natürlich nicht. Was ist? Dann kannst du wieder in die Reihe. Ach, du musst hacheln. So, Nachbar, mal, komm wir her. Wir sind hier nicht im Irak, mein Lieber. Hier wird Deutsch gesprochen, mein Bester. Vielen Dank. So sieht's aus. Der nächste Ölauge. Komm, Ölauge, komm. Scheiß Marokko. Nee, dreh dich zu uns. Du musst erst nach uns vorstellen, mein Lieber. Erzähl, Hamid. Also, ich bin der Hamid. Nachname? Trabelsi. Was heißt? Ich dachte, du bist ein Godoffi. Ja, das sind vergangene Zeiten. Hast Namen geändert, wie Kützler. Yeah, DJ Ötzi, hast einfach neue Namen ausweist. Der macht's wie P. Diddy am Ende, als der 15 Namen hat am Ende. Sehr gut, okay. Also, weiter. Hamid? Ja, bin vor ein paar Monaten hierher gekommen und seitdem überlege ich, was ich hier mache. Habe keinen Sinn fürs Leben gefunden und ja, jetzt besteht der Sinn, ne? Also bevor du dich jetzt von der Brücke wirst, kommst du zu Cosec, sagst du. Nein. Ja, du sagst, keinen Sinn fürs Leben jetzt. Was ist dein Plan damit? Nee, tatsächlich habe ich lange nachgedacht für diese Entscheidung. Und ja, habe mich heute dafür entschieden, habe dann mit Azad gesprochen. Ich kenne auch viele Brüder hier. Und ja. Ja, das freut mich doch. Für einige, die das noch nicht wissen, das ist der adoptiert oder der richtige Sohn? Hamid. Wie bitte? Bist du adoptiert oder ist der richtige Vater? Wer? Ja, wer? Wer ist denn dein Vater? Ich hab keinen Vater. Ja, auf einmal hast du keinen Vater mehr. Der ist in Marokko geblieben. Ja, klar. Also wurdest du adoptiert von dem anderen. Ja, richtig. Okay. Das ist der Ex-Adoptivsohn von unserem Bruder Sheriff. Ihr kennt ihn alle noch. Ach was. Ja, ja. Hamid, ich kenne dich schon länger. Ich weiß, was du kannst, ich weiß, was du auch nicht kannst. Wenn Timmy sagt, oder Jürgen, a.k.a. Spiceman. Ja, natürlich, Timmy. Wenn der sagt, Bastard, Timmy, der Bastard. Ey, wenn der sagt, er vertraut dir, dann vertraue ich dir auch, mein Lieber. Enttäuschst du mich einmal, kriegst du Hackbein ins Gesicht, ne? Werde ich nicht. Oder es klingelt auf einmal an der Haustür, mein Lieber. Ja. Oder es klingelt an der Haustür und dann kannst du aufmachen, der Erste die Tür aufmacht, der schon direkt patscht. Auf Ettei, Bruder. Auf Ettei, ja? Mit viel Zucker. Naja, ohne Zucker. Ohne Zucker. Also, okay. Hamid, wenn mein Bruder dir vertraut, vertraue ich dir auch. Natürlich tue ich das nicht, ich vertraue meinem Bruder Jürgen. Deswegen schreie ich ihn dann an, wenn du Scheiße machst. Natürlich kriegst du hier die Chance, wie jeder andere auch. Mein Lieber, zeig dein Bestes, zeig, was du kannst. Bleib gerade. Du weißt, was wir Cousins immer gemacht haben. Du hast, du weißt schon lange, wie unser Weg ist. Und wenn das der richtige Weg für dich ist, mein Lieber, dann bist du natürlich auch willkommen bei uns in der Familie. Liegt natürlich an dir selbst. Umso besser du bist, umso schneller steigt dir deine Karriere. Ja, ein kleiner Ratschlag, wenn du dich an Azad hängst, kriegst du auch irgendwann Bloodhound mit 17 Messerstichen. Deswegen nicht so nah mit Azad rumhängen. Das kann hinten losgehen. Aber Hamid, mach deinen Weg und willkommen bei den Cousins, mein Lieber. Dankeschön. Alles klar, hat jemand irgendwas von uns Cousins hier, irgendwas gegen Hamid, irgendwas vorliegen, irgendein Problem mit ihm? Keine Probleme, alles klar, gut. Dann könnt ihr euch dann Azad, du kannst dich dann um Klamotten für den Hamid kümmern. Ja, ja, mach ich. Und nochmal ein kleiner Ratschlag an euch alle. Die heiße Phase hat schon begonnen vor ein paar Tagen und die heiße Phase wird noch eine Woche oder so gehen, in der ihr euch hier beweisen könnt. Weil ich und mein Bruder Jürgen werden uns zusammen hinsetzen und werden 4 Offiziere festlegen von euch. Ja. Und werden dann auch schon die nächsten Wochen, hoffen wir, die ersten Silberketten verteilen. Also liegt es an euch. Macht das Beste draus. Gebt weiterhin Gas. Viele von euch sehr, sehr stark. Der ein oder andere nicht so stark. Aber alles kann sich noch ändern. Wir kommen jetzt wirklich in die heiße Phase und dann bitte ich euch alle, konzentriert zu bleiben, bei der Sache zu bleiben, auf alles zu hören, was man sagt, weil jeder kleine Fehler, jeder kleine Ausrutscher von uns kann uns Wochen nach hinten katapultieren. Alle verstanden? Verstanden, General. Verstanden. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg.
Alles klar, gut. Dann würde ich mal sagen, wir können eh keine Töpfe legen. Das heißt, Arbeiten hat sich heute erledigt. Dann könnten wir heute noch, bevor wir euch allen Freizeit geben, zwei Termine machen. Einmal die MS-13 besuchen. Jürgen, hast du eine Nummer? MS-13, die Rocker. Ich hab eine Nummer, Richie. Ich war doch mal, als wir alleine losgehen sollten. Ja. Ich hab auch Nummern. Ja, ja. General. Nikola, hier. General. Ist nicht da. Nicht da, okay. Ja. Ja. Ich hab die von Pablo. Ja, ruf mal an. Ruf an, frag, ob die Zeit haben. Dann kommen wir mal kurz rum und uns mal Hallo sagen. Ja. Wer hat die Nummer von den Rockern aus dem Norden? Bayerns. Ja. Warte, ich hab... Jürgen, wen gibt's noch, bei dem wir noch nicht waren? Wir könnten eigentlich zu 47ers gehen, die letztens im Bau waren. Bei den Nachbarn, wo wir zwei Sekunden da waren. Aber da waren wir doch, die haben wir doch gesehen. Stimmt, da waren wir. Leute da, ja. Ja. MS-13. Die beiden Rocker, wir gehen zu Sons, gehen wir, Sons of Anarchy und zu den Mayans. Aber was mit diesen Rockern? Wollen wir echt zu diesen Rockern noch? Ja, einfach mal zeigen, dass wir da sind, Bruder. Einfach, du weißt. Damit die uns mal kennenlernen, damit die mein Gesicht zu den ganzen schwarz gekleideten Leuten haben. Richie, wer ist gut für Kriegsgebiet? Ja, da fahren wir sowieso nicht. Ja, okay, Männer, alle in die Autos. Just a make this. Schönen guten Abend, ihr Herren. Wie geht's euch? Gut. Aber warten wir mal kurz auf den Bruder. Du musst mich ganz kurz entschuldigen. Ja, alles gut. Noch einmal einen wunderschönen guten Abend, die Herren. Wir sind vorbeigekommen, wollen uns mal bei euch vorstellen. Wir haben gesehen. Ihr seht auch. Ganz kleinen Augenblick. Ja. Entschuldigung. Ja, alles gut, mein Lieber. Wir haben gesehen, hier stehen ein paar schöne rote Autos. Da haben wir gedacht, komm, da sind bestimmt auch Jungs vor der Straße. Da stellen wir uns mal vor. Das ist richtig. Ja, das freut mich doch, mein Lieber. Also ich bin Richie Beißer. Mein Bruder Jürgen Beißer ist da hinten im Auto. Der keult sich noch schnell ein. Hinter mir siehst du die Cousins. Okay. Und wir wollten einfach mal Hallo sagen. Wollten mal uns hier bei euch vorstellen. Wer seid ihr denn, wenn ich fragen darf, mein Lieber? Wir sind zusammen BOM. BOM? Richtig. Ja, das freut mich doch, Jungs. Seid ihr auch von der Straße, ja? Ja, natürlich. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wir wollten einfach nur mal rumkommen, mal Hallo sagen. Du weißt, wie es ist. Auf der Straße muss man am Ende irgendwie doch zusammenhalten. Ja, das ist richtig. Deswegen habe ich gesagt, komm, halten wir mal hier bei den Jungs an und stellen uns mal vor. Ja, sehr schön. Das freut mich. Ja, mich auch, mein Lieber. Dann will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Alright. Ich kann dir mal meine Nummer geben. Schreibt die mal auf, mein Lieber. Falls noch was ist mit einem von unseren Jungs oder so, dass du immer mal einen Kontakt hast, wo du anrufen kannst. Okay, schieß los. Das ist die 358 422 576. Richie Beißer. Ja, Posum, ich mach natürlich nur Spaß, mein Bruder, ne? Okay. Wie gesagt, hier ist mein Bruder Jürgen Beißer. Hi. Hi, freut mich. Wie gesagt, wenn mal was sein sollte hier hinten mit meinen Jungs, den Cousins, immer durchrufen. Dann können wir das auf friedlichen Weg klären, ne? Weil alles meistens, klar, können wir natürlich machen. Du kennst das. Irgendwo natürlich. Am Würfelpark zwei Leute geraten aneinander. Was guckst du? Warum guckst du? Und ja, da bist du nochmal. Ganz schnell zu einer Stecherei kommen. Richtig. Das will ja keiner.
Okay, Menes, dann BOA, ja? BOM. BOM. Dann wünsche euch einen schönen Abend, Menes. Ja, wünsche ich euch auch. Passt auf euch auf. Und nun ein kleiner Tipp. Die Cops sind heute sehr, sehr, sehr straff unterwegs. Macht's gut, Jungs. Oh, alles klar. So gut zu wissen. Alles klar. Gut. Dann Malaiko Manjana, ne? Schönen Abend euch. Schönen Abend. Ciao, ciao. Peace. Peace, peace. Check, mein Bruder. Check. Check, check. BOM heißen die. BOM. Noch nie gehört. Das heißt Blocks over Money. Was? Blocks over Money. Heißt das. Block over Money. Und das Geld ist, Blocks over Money und wohnen in dem größten Block, den ich je gesehen habe. Bei Reise nach Tel Aviv hättest du jetzt verloren, Jürgen. Chapo, wir sind vorne am Anwesen, wo Cousine dieser eine immer. Eingang ist bei dem Hotel. Cousine, Abfahrt. Du weißt, was ich nicht meine. Cousine geht immer. Wir fahren Richtung Staatsbank jetzt. Jo, grüß dich. Und raus. Wollt ihr reinkommen, oder? Einen wunderschönen guten Abend, die Herren. Guten Abend, guten Abend. Guten. Ist Hilario da? Ja, ja. Der ist gerade noch im Gespräch hinten. Ja, kein Problem. Wollt mal Hallo sagen, kommen bei euch. Ja. Wie geht's euch, Menes? Ja, gut, gut. Und euch? Ja, gut. Bisschen hier rumfahren. Heute mal einen freien Tag. Haben wir gesagt, komm, gehen wir mal ein paar Brüder von der Straße hier besuchen. Hey, ihr könnt gerne reinkommen, ja, oder? Ja, klar, kommt gerne rein. Ja, komm, komm. Man, hätten wir gewusst, dass so viele kommen, hätte ich ein paar Stühle besorgt. Ach, um Gottes Willen. Wir waren noch unangekündigt. Ja. Ja, also, Ladio sollte in den nächsten 5 Minuten kommen, auf jeden Fall. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Wie geht's euch, Menes? Wie laufen die Geschäfte? Alles gut? Boah, alles gut. Alles im Rahmen. Das hört sich auch gut an. Ja, wie gesagt, ich war immer hier alleine bei euch, wenn wir irgendwas hatten. Und habe ich gedacht, ja, komm, heute stelle ich euch mal die ganze Familie mal vor. Das und deswegen habe ich gedacht, ja, es sind noch nicht alle, einige. Aber ja, es sind nicht alle. Aber die Hälfte haben wir schon mal hier auf jeden Fall. Ja, das ist stimmt. Hier eine Frage, kennt ihr diese Rocker aus dem Norden? Diese, wie heißt sie, Bayerz? Santa, irgendwas heißen die jetzt. Nicht Santa Muerte. Santa Muerte, genau, kennt ihr die? Ja. Ja, ja, gute Jungs, oder? Die haben wir noch nicht kennengelernt. Sind okay, auf jeden Fall. Wir haben nicht so viel Kontakt mit denen. Die anderen Rocker haben ein bisschen Probleme mit den anderen Rockern, ne? Ach was, wenn die sich da im Paletto, denke ich mal, habt ihr kein Problem mit denen, oder? Solange die euch nicht in die Quere kommen. Also territorial gesehen haben wir erstmal keine Probleme und sonst haben wir nicht so viel Kontakt. Ja, mach genau. Die weg. Sehr gut. Guck mal, der sagt, mach die weg. Warum denn? Lass das. Ja, direkt wollen Feuer wir einen Rocker geben, Club hier, ganz einfach. Ja, die sind doch im Paletto, also noch weiter weg hätten sie nicht gehen können, Alter. Ja, die werden noch Kayo. Kommen, sag ich. Die werden noch kommen. Oh, hola, Mario. Da ist er doch, mein Freund. Hola, Mario, grüß dich. Wir sollen jetzt gleich die ganze Weste für euch rausholen, die ganzen Gute, ne? Patch over, patch over. Seh, wie geht es uns, Amigos? Ich hoffe, uns geht's gut. Gut, gut. Wir waren ein bisschen unterwegs, hab ich gesagt, komm. Wir gehen mal unseren Freund Elario und seine Truppe hier besuchen. Dann sind wir hier vorbeigefahren und haben gesagt, komm, sagen wir mal Hallo. Sie, weil wir haben uns immer nur alleine getroffen bis jetzt. Und dann habe ich gedacht, komm, bring ich mal die ganzen Cousins hier einmal mit. Wollen wir hoch in die Bar gehen? Wollt ihr was trinken? Ja, Jungs, wo habt ihr Durst? Wollt ihr was trinken, Menes? Guck, das nein, ist danke. Alles gut, reden. General, dankeschön. Ja, dann gehen wir was trinken, komm. Okay, dann lass uns so die Autos abschließen, dann können wir kurz reingehen. Ja, ja, mach mal die Autos zu, genau. Besorgt mal bitte genügend zu trinken, ne? Komm, ja, Menes, schließ mal die Autos ab, dann gehen wir rein und einen trinken mit den Jungs. Komm. Was, ich mach mal Tor auf, Jungs, warte. Wie, you? Deku. Jungs, alle, die keine Deku, cool. Braune Tasche haben, kommt bitte zum vorletzten Wagen, dem Komoda. So, ey, drei Männer, Atze, Hamid und Kalle, bewachen die Autos. Die bleiben hier draußen, bleiben bei den Autos, bitte.
Lukas, komm, hol dir eine braune Tasche schnell. Mhm. Alles klar, verstanden. Jürgen, hast du Tasche? Kann halt die Augen auf, Tasche. Ja? Ich zieh keine Tasche an. Nein, nein, ich meine nur, ob du eine hast. Aber ich zieh keine an. So, auf, mach die Autos zu, kommt ran. Die drei neuen bleiben bei dem Wagen, der Rest kommt her. Ich mach da mal Auge auf eure Karren, okay? Hier, sagt dem Prospekt, der braucht nicht aufpassen. Unsere Jungs passen schon auf, sagt dem, der Arme braucht nicht aufpassen. Ja, hier könntest du ruhig wieder rein, wenn das, ne? Ja, ja, wir warten nur auf den Rest von uns da hinten. Auf, Männers, komm, komm, hopp, 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 Laufschritt, die Männers warten hier auf uns, komm. Zack, zack hier. Ja, komm, schöne Bikes, ja. Ja, so muss das sein, ne? Immer geht es euch gut, es immer blind, das ist Weg, aber den Weg nehmen wir natürlich, natürlich. Okay, dann folgt mir, ja. Perfekt. Komm, Richie, geh nach vorne. Ja, aber das ist bei anderen auch. Folgt dir, Bruder, komm, folgt dir. Oh, Beko, mein Schatz, was geht, mein Bruder? Ihr Männer, wir benehmen uns. Wir sind die Gäste, wir benehmen uns jetzt, ja? Dankeschön. Damit meint er, macht er einen Spaß. Du armer Beko, auch nur am Arbeiten, mein Bruder. Ey, Jungs, kann mir jemand ganz kurz ein Auto geben? Ich muss ganz kurz weg. Macht euch bequem, sucht euch einen Platz, ne? Jungs, ihr könnt doch hinten, da, guck mal, hinten, überall ist Platz. Könnt euch breit machen. Getränke kommen gleich. Ne, der ist kaputt, ne? Der will direkt Automat zocken, sagt er. Bock auf Kacke kann ich spielen. Oh, Amigo, wie geht das dir? Ja, mir geht's gut. Amigo, das ist schön, das freut mich, so Cousin, ha? Bisschen Inges hier drin, ne? Das ist doch das, was du magst, oder nicht? Na, man sagt immer, das ist schon Inges, ein dehnbarer Begriff. Amigo. Ey, was macht ihr da drüben? Synchron-Joints drehen oder was macht ihr drei da an der Wand? Joint-Fabrik, oder? Ja, yeah, Synchron-Joints drehen, ja. Ja, für heute Abend, damit ich wieder in Ruhe schlafen kann. Und Andi bedient sich? Ja, der liegt ja genug da. Bedient euch, ja? Dankeschön, mein Lieber. So, Hilario, natürlich habe ich auch ein kleines Anliegen, wenn ich hier bei dir vorbeikomme. Natürlich, sieh's los, Amigo. Also nichts Geschäftliches, das weißt du, machen wir immer hinter schwedischen, nicht schwedischen Gardinen, sondern verschlossenen Türen. Es geht darum, mein Bruder, wir sind jetzt hier schon ein paar Wochen unterwegs. Ich habe mir natürlich hier in der Stadt auch mal die anderen Familien angeguckt. Natürlich. Also ich muss ehrlich sagen, bis auf euch und die Tschetschenen. Und wie heißen die anderen noch da, die Blauen, Jürgen? 47s. Ja, der Rest, das ist ja alles ein bisschen eingerostet. Kann das sein, Hilario? Puh, das kann ich dir nicht sagen. Ich bin ganz ehrlich, die interessieren mich ja auch nicht, ne? Ich meine grundsätzlich alles hier, Bruder. Alles irgendwie ein bisschen eingerostet, was auf der Straße abgeht. Ja, ist ja ruhig geworden, meinst du? Meinst du ein bisschen Kuselei, ja? Ja, ja, die sind irgendwie alle, jeder versteht sich mit jedem hier und keine Ahnung. Ich kann das noch nicht ganz einordnen, wie die Leute hier ihre Geschäfte machen in der Stadt. Und vor allem, was denen ihre Ziele sind, weil am Ende des Tages findest du die Leute immer nur irgendwo da rumstehen. Ja, ich sag dir, Lario, mein Bruder, ne, wir haben hier vor, wirklich ein bisschen auf linke Spur überholen Modus zu gehen. Und das erfordert natürlich auch, wie soll ich sagen, das erfordert alles seinen Preis. Tote! Ja, richtig. Wie kann man das höflich ausdrücken? Ja, einige von den Familien wären besser im Heimbachtal aufgehoben, als irgendwie sich eine Gang zu nennen oder was weiß ich, was die repräsentieren. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, ja, ja. Ich habe, wie gesagt, mit dir habe ich schon viele Geschäfte gemacht. Ich wurde immer gerade respektvoll und stabil empfangen. Genauso kann ich auch nur Gutes über die Tschetschenen sagen, mit denen ich hier ein paar Geschäfte am Laufen hatte. Aber der Rest, ja, also ich sag von unserer Seite aus, so kann das hier nicht weitergehen. Wird natürlich auch für dich und für euer Business interessant werden. Weil der Nachschub wird dann gefragt sein. Weil wir werden einige Herrschaften hier mal aufwecken und die wirklich definitiv aus manchen Geschäften rausholen. Weil das ist ja alles zu sehr Komfortzone geworden. Die Leute kommen nicht mehr raus aus ihrer Blase. Und ja, ich bin der Meinung, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Der Winter naht, die Nächte werden lange dunkel und da sind wir genau richtig am Ort hier, einigen mal hier die Leviten zu lesen, mein Lieber. Ja. Und ich werde euch das nötige Spielzeug dafür liefern, ne? Ich habe immer mehr als genügend da, also das ist kein Problem. Du bleibst auch weiterhin unser Kontakt.
Ich habe auch nie wieder nach irgendwelchen anderen Kontakten gesucht, was das betrifft. Ihr seid stabile Lieferanten, ihr haltet euer Wort, es ist immer alles pünktlich und gerade und das wird in Zukunft auch so bleiben. Weil wir werden definitiv in Krieg ziehen, Elario, sag ich so, wie es ist. Weil hier muss ich, die Würfel müssen neu gerollt werden auf dem Spielfeld, mein Lieber. Und da müssen wir erstmal einige Figuren vom Schachbrett runterholen und dann kann das Spiel von vorne losgehen. Weil so wie das gerade hier ist, ich sag dir, wenn das noch ein bisschen so weitergeht, dann schlafen die irgendwann auf dem Boden vor ihren Anwesen und bewegen sich da gar nicht mehr weg. Und deswegen sag ich jetzt klipp und klar, deswegen rede ich auch mit dir, weil ihr seid für uns jetzt bis jetzt die engsten Partner, die wir haben. Werden wir in Zukunft sehr, sehr, sehr viel Nachschub brauchen. Und ja, wir haben einfach vor, hier einiges zu ändern. Ich denke, das wird euer Geschäft auch ankurbeln, Elario. Und wird euch auch auf lange Sicht zugutekommen. Ja, das freut mich natürlich zu hören. Das freut mich natürlich zu hören. Ich finde das auch immer sehr, sehr angenehm, mit dir die Geschäfte abzuwickeln. Na, sehr, sehr, sehr kompetent, sehr, sehr schnell, so wie es sein muss, gerade in diesem Business. Ja? Da ist keine Zeit für viel Rumgequatsche während des Geschäftes. Das Gequatsche, das kann man gerne außerhalb eines Geschäftes machen, aber gerade in dem Business, wo ihr bzw. wir uns bewegen, ist es natürlich immer vom Vorteil, die Zeit so gering wie möglich zu halten, wenn wir diese Geschäfte abwickeln. Na? Richtig. Du kannst dich immer darauf verlassen. Ich werde dir immer das liefern, was du brauchst. Ich werde dir das liefern, was du brauchst, schnell. Du kannst sofort, wenn du möchtest, von mir 400 Knifte haben. Das ist für mich kein Problem, es steht kein Problem da. Ich sorge regelmäßig für die Nachschub. Ich werde mich um die Lieferungen ins Präsent kümmern, dass alles immer reibungslos und ohne irgendwelche Komplikationen abläuft. Und von daher freue ich mich, dass ihr diesen Zuspruch zu uns findet und auch diese Stabile zu uns sagt und sagt, Eladio, wir arbeiten mit euch zusammen. Das freut mich und das ehrt mich natürlich. Definitiv. Und das wird sich auch nicht ändern, mein Lieber. Wie ich schon gesagt habe, alles hat reibungslos geklappt. Die Sachen haben wir in einer Minute abgeschlossen, ohne lange hinher. Du hast mich noch nie versetzt, also uns als Familie. Da rechnen wir euch hoch an. Natürlich auch nur durch eure Hilfe, durch den Kontakt, den wir durch euch bekommen haben. Das lief, glaube ich, damals über Tuco. Ne? Sí. Du bist ja der Cousin von Tuco, ne? Ja, sí, amigo. Ja, ich kann nur über Tuco sagen, strammer Mann, macht sich sehr gut bei uns. Und natürlich war es ein gutes Ding, dass ihr familiär befreundet seid und wir dann an euch gekommen sind. Weil wie gesagt, wenn man in den Krieg zieht, das Wichtigste, was man braucht, ist nicht nur Eier, sondern Nachschub. Und dafür seid ihr natürlich die richtigen Leute. Wenn der Nachschub gesichert ist, dann kann man mit erhobenem Haupt in den Krieg ziehen, mein Lieber. Sieh, das ist meine Geschäft. Jede Waffe auf der Straße ist eine gute Waffe für mich, amigo. Das ist doch super, das ist doch super. Na ja gut, ich will euch gar nicht lange aufhalten, Elario. Das sollte nur mal ein kurzer Schnacker sein, so dass ihr wisst, was wir die Zukunft hier vorhaben. Es wird auf jeden Fall hier ein bisschen Tempo reinkommen in Los Santos. Wir werden hier wirklich mal ein bisschen Usain Bolt-Style hier mal den einen oder anderen Sprint raushauen. Ja, sehr schön. Damit ihr schon mal vorbereitet seid. Darüber haben wir nämlich noch gar keinem gesprochen. Ihr seid die Ersten, die das wissen. Das freut mich zu hören. Meine Cousin, der Duco, hat mir so ein von euren Fähigkeiten erzählt, amigos. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Die einzige Fähigkeit, die wir haben, ne, sind zwei. Sind unsere Eier. Disziplin und Eier. Alles andere kommt von alleine, Lario. Die dicken Cojones, so richtig, muss das richtig sein. Ne? An der Stelle, ne, wir möchten natürlich die Frau hier nicht irgendwie, ne. Glaub mir, diese Frau, die das steht, die hat mehr Eier wie manche Männer. Genau, das wollte ich hören. Genau, das wollte ich hören. Okay, super. Elario, mein Bruder, dann danke für den netten Empfang hier von euch. Ja, gerne. Immer wieder. Und die nächsten Tage werde ich dich auch wieder anrufen für unsere Privattreffen. Jürgen, alles okay? Ja, ja, alles gut. Die nächsten Tage werde ich dich natürlich wieder auch anrufen für die Privattreffen, die wir immer abhalten. Und dann schauen wir, wo die Reise hingeht, mein Bruder. Ja, sehr schön. Ich freue mich, amigos. Ich freue mich noch mehr, mein Lieber. Und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass der ein oder andere Geschäftspartner von euch dann wegfällt, nachdem wir mit denen fertig sind. Aber egal, umso mehr kaufen wir von euch. Ja, da mache ich mir keine Gedanken. Du weißt, Krieg ist immer eine gute Geschäft. Ja? So sieht's aus, so sieht's aus. Alles klar, Elario, dann vielen Dank. Ja, nichts dafür, amigo. Und du hörst von mir spätestens morgen, ne? Okay, wir telefonieren. Wir telefonieren. Menes, danke auch hier an alle Sans hier für den Herzchenempfang, ne? Vielen Dank.
Schönen Abend noch. Schönen Abend, die Herren. Danke euch auch. Danke, danke. Schönen Abend. Schönen Abend. Was gut, El Pelindo. Ciao, 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 Menes. Adios, amigos. Ciao, ciao. Adios. Was gut, Menes. Gute Jungs, gute Jungs. Aber generell, die haben einen krassen Raum da oben, ne? Geil, ne? Das ist ein richtig schönes Clubhaus, so muss das sein. Das wäre auch was für uns gewesen, so eine Halle, so eine Garage mit einem Bar oben, ne? Tschüss, die Dame, mit mehr Eiern als manche andere, tschüss. Braucht man dieses Auto? Boah, guck mal hier. Ja, ja. Weißt du noch, das ist ein paar Liter, okay, der ist wild, Jürgen, guck mal hier, Jürgen. Der ist brutal, Jürgen, guck mal hier. Jürgen, hey, Jürgen. Das ist meiner, das ist eine Gesinnung von meinen Leuten, ne? Ey, der ist Bombe. Guck dir das mal an. Der ist wunderbar. Wollt ihr mal fahren, ne? Bruder, lieber nicht. Am Ende des Autos sind fünf Teile, Bruder. Lass. General? Ja. Erinnerst du dich noch an James? An unseren James? Ah, das ist, dieser Herr hier. Das war der Press, bevor ich zu uns. Ach, natürlich. Ich hab doch auch deine Nummer, James. Natürlich. Du hattest weiße Hemd, schwarze Kutte, ne? Und einen Helm mit Spitzen. Ja, ja, ja. Guck mal, ich weiß sogar noch genau, Bruder. Guck. Hey, Siko. Ich vergesse niemals jemanden, Bruder. Gut, mein Lieber. Freut mich zu hören, Mann. Oh, aber wir sollten erstmal hier aufräumen. Ja, Bruder, ich höre hier reden. Wir sind mal lieber weg. Ey, James, verlass dich drauf, Bruder. Verlass dich drauf. Natürlich. Alles klar, schönen Abend. Viel Spaß euch. Ciao, ciao. Pass auf dich auf, Bruder. Ey, Lario, mach's gut, mein Bruder, ne? Adios, amigos. Danke für den netten Empfang, ne? Wir sehen uns. Natürlich, mi casa y tu casa. So, dass ihr da seid. Bis dann, mein Bester. Ciao, ciao. Adios. Ciao, Bruder. Geh bis später, ciao, ciao. Auf, Menes. Ein die Autos, wir fahren weiter. Wir haben auf jeden Fall ein sehr schönes Chapter. Ja, sehr gute Jungs auch, sehr gute Jungs. Andi, wenn du willst, kann ich auch fahren, ne? Jamula, I love you, mein Bruder. SSIO ist ein Mann, 0,9. Eine Tüte, ein Gramm. SS ist der King of Rap. Was für King? Nämlich King Kong und Rottensohn. Beko im Fünften, Beko. Abo-Falle, mein Bruder. SS ist der King of Rap. Was für King? Nämlich King Kong und Rottensohn. Alle bitte die Schnauze halten, Peace. Flecken am Fickfinger, macht mal Platz. Räumt die Bierdeckel und Hüpfelter. Hip-Hop ist ein Kasperle-Theater voller Was, Jürgen, was? Ich hab gesagt, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung. Schade, sei Dank. Menes, wie kann es sein, dass bei 70 km/h wir 4 Unfälle machen, wenn ich stehen bleibe? Ja, ich hab mal geguckt. Der ist da reingefallen. Wir wurden gepittet von hinten. General, alles gut, ich hab die verwandelt. Nicht alles gut, hey, Menes. Konzentration, früh abbremsen, achtet doch drauf, Brüder. Abfahrt. Eine Runde und ich zeig dir die Straße. Bleib mit mir ein Tag und du verstehst, warum ich hasse. Ich sehe, wie du blass wirst. Guck, wie wir leben. Guck, wie wir Familie und Straße ehren. Guck. Bei uns ist es dunkel, auch wenn die Sonne scheint, weil der Bruder an der Straße sieht und seine Mutter weint. Warum ist die Hälfte der Leute hier im Knast und wenn sie rauskommen, ist dann die andere Hälfte dran? Yeah. Warum gibt's Verräter und die werden nicht erwischt? Warum steht dieses junge Mädchen hier am Strich? Bitte Gott, gib mir deine Kraft. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das alleine schaff. Ich habe Angst davor, dass mein Traumplatz für jeden von uns ist ein Platz reserviert im Knast. Du darfst nicht leben, wie du willst, bla. Nein, außer du lebst hier. Bei uns sagt man, die Welt gehört dir. Bei uns sagt man, die Welt gehört dir. Alles oder nichts, du hast nichts zu verlieren. Du gehörst nicht der Welt, die Welt gehört dir. Die Welt bei uns sagt man, die Welt gehört dir. Bei uns sagt man, die Welt gehört dir. Alles oder nichts, du hast nichts zu verlieren. Du gehörst nicht der Welt, die Welt gehört dir. Die Welt gehört dir, die Welt gehört dir. Die Welt
schwer, weil du sie trägst. Manchmal tut sie weh, jeder macht so gut wie's geht. Es sind krumme Dinge, die uns an die Summe bringen. Para machen, während Rauchen unsere Lunge trinkt. Denn es sind immer nur die Scheine, die uns fehlen. Nur Geld kann unsere Wunden heilen und wir wählen das System. Aus und auf das System. Klatschen wir noch ein System drauf und bauen was fürs Leben. Ich antworte. Ja, dann hast du anscheinend eine Wurzel zu wenig im Hirn. Und du gar keine. Ja, und trotzdem kann ich dir Fragen stellen, die du nicht beantworten kannst. Ich warte ja am Seiteneingang, ja? So, meine Gruppe, wir treffen uns gleich wieder an. Hallo, Jeff, Lieferando ist nicht, ja. Chapo, wo bist du? Chapo, gib mal einen Punkt hoch, bitte, Bruder. Bruder, du sollst hier bleiben. Richie. Hä? Sollen die in unserem Funk bleiben oder sollen die an hoch? Ja, wenn sie es nicht übertreiben, können sie bleiben, aber wenn es zu viel wird, dann sollen die an hoch. Ja, weil es zu viel, die funken die ganze Zeit. Komm, Männer, den Laden hier können wir nehmen. Was ist das denn, Digga? Comedy Club. Ist der offen? Darf ich dann da auftreten? Ja klar, du stellst dich da hin, bist ja auch ein Witz. Ja, richtig. Ich bin ein Clown. Hier ist Blitzheiz. Ist doch richtig so. Blitzheiz US Comedy Club. Hereinspazieren. Boah, sieht krass aus, Digga. Boah, was? Männer, wow. Hey, seid ihr bereit? Ja. Ich bin bereit. Eine gute Schube. Komm jetzt die ganzen Midgets. Boah, Splitside Westside Comedy Club. Guck dir das Ding an. Das ist krass, Digga. Mir gefällt dir die Farbe. Guck mal, man kann auch hier hoch. Richtig Rotlicht, Bruder. Rotlicht des Todes hier. Guck mal hier oben. Ast rein, Digga. Splitside West Comedy Club. Oh, super Lounges hier oben. Krass, ne? Mhm. Und hier hinten können wir die Midget Lounges machen, Richard. Richtig. Guck mal hier. Auf den Tischen können die Midgets tanzen hier. Scheiße, wie geil ist der Laden denn? Ist der frei? Der ist frei, mein Lieber. Komm, Andi. Haja! Komm mal her, da unten. Wir sind die Cousins, Cousins. Oh mein Gott. So, ey, warte, wir kommen nach unten, komm. Ich ey, wir machen jetzt was. Warte, komm nach unten, komm. Ich zeig aber euch. Generell, Comedy Club? Boah, ist nur ein Comedy Club. Ich kann auch Nutten hier drin hinstellen, Bruder. Aber der ist krass, aber der ist richtig, der sieht nach Rotlicht aus, Richard. Ja, von der Aufmachung ist der krass. Also nach Strip. Ja, machen wir krass Comedy Club. Muss man fragen, ob man. Oder Live-Musik, so arabische Tänzer und so, weißt du, was abgeht? Ja, Mann, sowas. Die Cubes hieß ja auch früher mal Bahamas. Guck mal, da hinten ist DJ-Pult, hier bei den goldenen Platten. Es funktioniert. Sieht sich aus wie ein Witz, Andi, was riechst du mir an? Guck mal, ich bin Chico, ich darf es mir nicht leisten. Nee? Der ist geil, der Club, gefällt mir schön. Gut, dreckig. Ne? Ja, richtige geil. Backstreet Boys. Jetzt halt mal die eine oder andere Leuchte da. Andi sagt zu mir, ich bin ein Charra. Nein, das ist DJ-Pult, Bruder. Ja. Achso. Alles klar, Richard. Guck mal, nein, du. General. So, ey, Menes, wir machen jetzt was. Ja, was mit Leuten passiert, die sich beleidigen der Familie. Ne? Ey, wer den besten Witz erzählt, $5,000, ey, aus Familienkasse. Ey, willkommen zu dem Comedy Club und der größte Witz heute Abend steht hier zu meiner Rechten. Dann legen Sie doch mal bitte los, Herr Machiavelli. Shut the fuck up, please. And let me talk. Let me talk. So. Raus, Andi. The stage is yours. Ich hoffe, du weißt schon, du hast einen Killer, ne? Ey, hast du gehört? Er will ans Mikro hauen, anstatt so. Er macht so. Er macht einfach Animation. Der hat diese SFX. Chico, soll ich machen? Was, Bruder, mach. Okay. Hau rein, Hans Zimmer. Schau jetzt, Gerd, bitte, schau jetzt. Der Junge ist kaputt. Der Junge ist kaputt. Gut, war das denn? Er hat geistigen Schaden, ich sag dir ehrlich. Der ist kaputt im Kopf. Ja, wann geht's mal los hier? Das war's. Achso, ich hab verkackt. Ich dachte, es ist vorbei. Ja, auf, ich warte, dass irgendwas passiert. Also, da kann ich weiter nicht machen. Ich hab verkackt. So, komm. Sing doch mal jetzt. Hör mal, jeder muss einen Witz erzählen. Der beste Witz, $5,000. Cash. Cash auf der Tasche. Mhm. Krieg ich den Cash gleich mit? Ja, aber dann soll jemand anfangen. Nee, das ist schon ein Befehl. Du gefängst an. Ich will wissen, wie lustig meine Cousins sind. Ich bin nicht lustig, ich bleib immer ernst. Schön wär's. Das war mein Witz. Auf, erzähl mal einen Witz, komm. Ja, steck doch bei uns hin, Bruder. Wow, einmal Punktdisziplin, danke. Sorry, bitte.
Ich muss kurz überlegen. Aber ich will nichts Böses machen, womit ich Leute verletze. Hör mal, schwarzer Humor, wir sind, das ist genau unser Ding. Richtig. Okay. Der könnte sehr, sehr scheiße werden, aber ist egal. Wie nennt man eine... Was? Was nochmal? Wie nennt man, bitte? Wie nennt man eine... Ah, ah, ah. Zu eng, sagt er. Zu eng, Digga. Wer hat's gesagt? Tuko, ne? Yeah. Zu eng, Digga. So, Harry, komm, du bist dran. Komm, ein guter Witz hier. Komm. Harry, hör mal, du hast so viel auf Lager. Komm. Da habe ich nichts auf Lager. Tut mir auf. Leid, wirklich. Das ist ein Befehl. Na, komm sich drum rum. Ja, wie, was soll ich dir da erzählen? Na, irgendein Witz. Der größte Witz ist halt rechts von ihm, ne? Sagt er. Überlegt euch, ey, guckt auf eure Handy, sucht euch was raus, mich scheißegal, ich muss jeder Witz erzählen. Hätte ich jetzt nicht versucht. Kannst du nochmal, kannst du auch nochmal, kannst du auch nochmal. So, auf, Harry, the stage is yours. Was geschieht, wenn man beim Ikea beim Clown erwischt wird, mein Lieber? Man wird vermöbelt, ne? Die fünf. Was passiert immer beim Ikea, beim Clown, der mich immer mit vermöbelt, Digga. Ey, was ist das denn für ein Schwachsinn? Oh, shit. Okay, der war schon mal gut, Alter. Der war schon der mal war gut. Schlecht, der war nicht schlecht, ja. So, wen haben wir noch hier? Ey, komm. Wo ich glaube, der hat wirklich was auf dem Kasten. Ali Tyson, Bruder. War ich? Ja, komm, Tyson, hast du einen? Ich kann es versuchen. Ne? Ja, komm. Ich kann es versuchen. Er hat schon was auf Lager, ich spüre es doch. Er ist schon bereit. Ali Tyson immer bereit. Hört ihr mich? Ja. Ich fange mal an, ne? Wie nennt man eine Demonstration von Veganern? Gemüseauflauf. Wie kommt man aus sowas? Wie nennt man eine Demo vom Veganern, Digga? Gemüseauflauf, Alter. Ey, ihr tötet mich doch, Alter. Ey. Ich habe auch einen, der passt dir so ein bisschen. Ja, ja, auf, komm, Gerd, du bist dran. So, meine Lieben, ich habe mal eine Frage an euch. Was sagt der Orkan zur Palme? Halt deine Nüsse fest, jetzt wird geblasen! Jawohl! Das ist ein Gerd-Witz. Was sagt der Orkan zur Palme? Halt deine Nüsse fest, jetzt wird geblasen. Der kann nur von Gerd kommen, Alter. Der kann nur von Gerd kommen. Wen haben wir noch hier? Toni, komm! Hey, yo! Naja, was glaubst du denn? Komm! Hey, yo! Ich kann keine Witze machen, aber ich teste mal den. Natürlich nicht von mir selber. Hab gehört, Bushido will Erbelin kaufen. Die neue Fluggesellschaft soll dann erst guter Junge heißen. Bushido haben wir hier nichts am Hut, mein Lieber. Mit Bushido haben Moment wir nichts am Hut. Warte mal, Moment. Nochmal von Anfang. Nochmal von Anfang. Ich habe dich verstanden. Warte nochmal. Hab gehört, Bushido will Erbelin kaufen. Die neue Fluggesellschaft soll dann erst guter Junge heißen. Der ist scheiße, aber ja. Toni, komm, setz dich. Setz dich. Da, setz dich. Komm, mein Bruder. Du bist ein guter Junge, deswegen komm, setz dich, mein Lieber. Ich sagte doch, ich kann keine Witze machen. Du bist ein guter Junge, alles gut. Setz dich. So, hier, Nafri. Ich bin noch am Suchen, General. Das hier ist kein Wunschkonzert. Auf jetzt, nach vorne. Ich bin noch am Suchen, General. Ist doch egal. Ja, wir haben auch keine Zeit gehabt, Kollege. Ich weiß okay, nicht, Andi, komm, du hast noch was auf Lager. Komm. Schon wieder? Ja, ja, komm, komm. Nein. Komm. Ist das ein Befehl? An meine marokkanischen Brüder, Chico. Was ist ein Oh, jetzt kommt er mit so einer Kfz-Mechaniker-Scheiße oder so. Oh mein Gott. Alter. Ehrlich jetzt, Kasse. Setz dich hin, verdammte Scheiße. Ich sagte euch, wart noch Zeit. So, Chico, the stage is yours, mein Lieber. Ich hab gar nichts, ich hab nicht mal was im Internet gefunden. Ja, mal, dann lass was raus, muss er Witz kennen. Ich kenn keine Witze, genau. Ich lache einfach, du. Bruder, du musst kreativ sein. Ich kenn gar nichts.
Guck doch auf dein Handy, such was kurz raus, das ist kein Problem. Ich suche, ich finde nichts, ich muss noch ein bisschen suchen. Eieieiei. Guck mal, Chico, ich zeig dir mal, wie das geht. Du musst kreativ sein, guck mal. So, wollt ihr einen guten Witz hören? Oh, raus, Richard. Logo. Seid ihr bereit? Jetzt kommt's. Ich kack jetzt schon ab, Alter. Guck mal, Chico, die lachen, ich hab nichts gesagt, siehst du? Das geht, du musst ja nur wissen, wo du anfühlen musst, Alter. So, nochmal. Hallo? Ja. Hör dich laut und deutlich, Richard. Seid ihr bereit? Ja. Yeah. Wollt ihr den Witz hören? Ja. Raus. Ich schwöre auf meine Mutter. Wallah, ich bin sogar 10. Seht ihr? War doch lustig. Ich schwöre, Richard, mein Gott, ich muss. Sicher, na klar, Bruder, der kommt immer. Wenn nichts geht, geht. Wenn die Stimmung am Boden ist, musst du. Komm. Kennst schon den Besten. Was ein Salzstangen. Egal was. Immer die gleiche Antwort. Okay. Okay, Jungs, wie heißt die Frau vom Eskimo? Ich bin noch nicht dran, Jungs. Eskimöse! Der ist der Beste, der lacht selbst schon beim Sagen. Er muss selber lachen. Das ist der Mann, ja. Eskimöse. Das sind so diese Witze, die die alten Jungs beim Skatspielen erzählen. Ja, ja. Beim Skatspielen, beim Würfeln. Wie heißt dieser Würfelspiel? Kniffel. Alter Schwede. Beim Kniffelspielen. So, Harry, du musst nochmal hoch. Komm, die Stimmung aufheilen. Komm, Harry. Wirklich? Ja, ja, klar. Komm, ihr habt euch doch alle vorbereitet. Tuko, du warst noch gar nicht. Tuko. Warte mal, Tuko, du warst noch gar nicht. Stimmt. Komm, Tuko hat was auf Lager. Ich muss schon lachen jetzt. Ist aber nicht ganz jugendfrei, die ganze Sache. Jetzt. Scheißegal, hau raus. Also ein Ehemann kommt nach Hause und fragt seine Frau völlig erstaunt, Schatzi, warum hast du unsere Katze rasiert? Und daraufhin antwortet denn die Frau, du hast doch heute früh zu mir gesagt, ich soll die Muschi rasieren. Okay, ich muss noch kurz hier, ich muss nachdenken. Denk kurz nach, Mendes. Was ist die Lieblingsfrucht eines Russen? Deine Mutter. Nein. Eine Rosine. Was war gut, Toni? Ah, scheiße. Hier, nix, wir machen hier ein bisschen härtere Nummer. Also, der Sohn kommt nach Hause. Vati, ich hatte heute zum ersten Mal. Der Vater daraufhin: Prima, mein Sohn. Setz dich zu mir, trinken wir ein Bier zusammen. Gerne trinke ich mit dir ein Bier zusammen, Vati. Aber setzen? Ah! Du ekliger, du! Was? Du bist ein ekliger! Tuko, du bist raus aus dem Spiel hier! Du bist raus, Tuko! Was geht nicht hier? Was soll denn der Scheiß hier? Mann! Ach, direkt von 0 auf 200 hier! Entweder bestehen wir oder wir zerbrechen. Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst tust. Fang endlich an. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Verstehst du das? Du musst dafür kämpfen. Du musst es dein Leben lang bereuen und das ist schlimmer als jede Niederlage. Kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt.